Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Viele haben sich's gewünscht. Hier ist der Kugelblitzbild vom Magier. Ich bin jetzt Level 75, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Ich werde jetzt hier mal ein Altrum-Dungeon zünden, Stufe 33. Das heißt, die Gegner sind Level 86, das sind gut 10 Level über mir. Und das ist ja auch genau der Bereich, der für die maximale Erfahrung und vor allen Dingen für die Uber-Drops wichtig ist. Wer es nicht weiß, Uber-Items fallen ab Level 85. Über 10 Level Unterschied zwischen Gegnern und euch selber gibt 15% mehr Erfahrung. Also alles über 10 Level über euch und über Level 85 macht jetzt nicht so viel Sinn. Ich würde sagen, das sollte reichen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie gut dieser Build aktuell ist, der noch nicht die perfekten Items hat. Also, das muss ich auch direkt dazu sagen. Ich habe noch ein paar Stellschrauben, viele Stellschrauben sogar, wo ich den Build um einiges besser machen kann. Ich habe zum Beispiel auf dem Ring diesen Aspekt, dass man, wenn man eine Abklingzeit-Fähigkeit drückt, mehr Mana bekommt zurück. Da habe ich noch den Min-Roll, da habe ich bisher immer noch nicht den Aspekt gefunden. Da werde ich demnächst mal wieder die Obolus-Taktik anwenden, um da den richtigen Aspekt zu bekommen. Und so, wir gehen jetzt hier mal rein. 10 Level sind die über mir. Hier haben wir direkt Elite-Gegner, das ist doch perfekt. Und die sollten gar kein Problem sein. Vor allen Dingen, sobald die Frostnova reinkommt oder der Teleport, kriegen die halt so viel Schaden rein, weil die dann betäubt sind und ich sehr, sehr, sehr viel mehr Schaden mache. Ja, eigentlich gar kein Problem. Wer es nicht weiß, Niedergang des Rauhreifs, einer meiner Lieblings-Dungeons, wirklich. Der ist richtig, richtig nice. Alles schön enge Gänge. Viele Elite-Gegner. Da wird es aber mal gerade ganz knapp. Diese Kassra-Typen, die machen so viel Schaden. Ich muss allgemein sagen, der Magier ist ja, war auch schon vor dem Patch relativ squishy. Ist er jetzt auch immer noch, aber nicht so schlimm, wie es alle immer sagen, weil man ja die Möglichkeit hat, so viele Schilde zu machen. Also nicht nur die Schilde, die man vielleicht kennt, sondern auch die anderen, wie Teleportation. Es gibt alles Schild. Ich weiß nicht, ob man das sieht unten, aber alles gibt Schild. Und sobald die Frostnova reinkommt, gibt es halt richtig viel Schaden. Ah, Level up. Sehr schön. Ja, dieser Kassra, wenn der auf einen springt, das tut natürlich extrem weh. Das tut aber bei jedem weh. Also es tut auch bei einem Druiden weh. Das tut immer weh. Wenn dieser Riesendude da mit seiner Axt auf dich drauf springt, dann weich aus. Ist ein bisschen schwer für mich auszuweichen, weil ich nichts sehe. Ich gucke nur auf mein Leben tatsächlich und auf meine Ressourcen und drücke die ganze Zeit X wie ein Wilder. Aber ihr seht, das geht echt gut klar. Obwohl die 10 Level über mir sind. Schaden ist auch relativ gut. Es gibt ein ganz cooles Zitat auf Max Roll bezüglich des Schadens. Fürchte nicht den Mann, der 10 Millionen Schaden pro Hit macht, sondern den, der 100.000 Schaden 1.000 Mal pro Sekunde macht. Und ich glaube, das passt richtig gut auf den Magier mit dem Kugelblitz, weil man halt die ganze Zeit so viel Schaden raushaut. Der Boss ist schon ein bisschen schwerer, gebe ich zu. Single-Target-Damage könnte da auf jeden Fall noch ein bisschen hochgehen. Aber das geht immer noch klar, bin ich ehrlich. Vor allen Dingen schadenmäßig kommt da auch nicht viel bei rein von dem. Jetzt ist der, guck mal, wie schnell er auch gestunt ist, dann kommt richtig der Schaden durch. Also, easy. Könnte mir nichts sagen. Magier, richtig, richtig cool. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe noch ein paar Stellschrauben. Wie zum Beispiel hier mehr Mana, ne? 15 anstatt 25. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal einmal ganz kurz rein in die Analyse von dem noch nicht fertigen Bild. Aber ihr kennt das, ich werde euch auf jeden Fall die Paragon-Sachen hier wieder als Fotos einblenden, damit ihr da genau wisst, was ihr da nehmen müsst bis Level 100. Video wird wieder was länger, aber ich weiß ja, dass ihr das wollt. Deswegen fangen wir hier an. Wie wichtig ist, auf jeden Fall keine Zweihandwaffe, sondern ihr müsst zwei unterschiedliche haben. Ein Zauberstab, kein Dolch und ein Totem bzw. ein Fokus. Wichtig hier ist immer Schaden gegen verwundbare Ziele und Crit-Schaden, weil ihr macht die Gegner immer verwundbar mit Frostnova und Teleportation. Teleportation könnt ihr fast, also könnt ihr wirklich ständig drücken. Vor allen Dingen zählt auch euer Ausweichen als Teleportation, das ist richtig cool.
Deswegen immer wichtig, verwundbarer Schaden. Auf alles, was ihr könnt, immer verwundbarer Schaden auf jeden Fall. Und Crit-Schaden, weil die Crit-Chance ist auch sehr hoch. Ich habe jetzt hier 40% und ihr habt das vielleicht eben gesehen. Man crittet eigentlich die ganze Zeit. Dazu natürlich immer Intelligenz gut, um den Base-Schaden hochzukriegen. Und als viertes habe ich jetzt hier Typs Beherrschungsschaden, aber da könnt ihr auch irgendwas anderes nehmen. Bei den Stiefeln ist wie immer Kostenreduktion. Ich habe jetzt hier Geschicklichkeit drauf für die Crit-Chance. Ihr könntet aber auch Intelligenz nehmen. Bewegungsgeschwindigkeit und ganz wichtig, 4 Ränge für Frostnova. Es gibt auch noch 4 Ränge für Teleportation. Würde ich vielleicht sogar eher als Geschicklichkeit nehmen. Aber Frostnova ganz wichtig. Teleportation will ich ja nicht unbedingt Schaden mitmachen, aber es würde auch die Abklingzeit nochmal reduzieren. Also 4 Ränge zur Teleportation wäre meiner Meinung nach noch besser als Geschicklichkeit. Auf der Hose ist ganz wichtig, Ränge zu Kugelblitz. Hier habe ich sogar nur 3 Ränge anstatt 4. Und der Rest eigentlich nur Schadensreduktion. Der Rest ist nicht so wichtig. Schadensreduktion, Schadensreduktion, Schadensreduktion. Das Wichtigste. Auf den Handschuhen, Crit-Chance ganz wichtig. Crit-Schaden des Typs Blitz und Intelligenz. Ich habe jetzt hier Glückstrefferchance drauf. Ist gut, wenn ihr den Effekt auf den Items drauf habt, der euch mit einem Glückstreffer Primärressourcen zurückgibt. Und meine Items hier sind alle noch nicht perfekt. Deswegen habe ich das noch nicht so ganz. Aber deswegen wäre Glückstreffer schon zu jeden Fall gut auf den Handschuhen. Müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr das haben wollt oder vielleicht noch was anderes. Dann hier auf jeden Fall Gewand des Unendlichen. Ich habe gerade ein Video hochgeladen, wie ihr bestimmte Uniques farmen könnt. Checkt das Video auf jeden Fall einmal ab. Falls ihr Gewand der Unendlichkeit des Unendlichen noch nicht habt, könnt ihr euch den auf jeden Fall holen. Ist ganz wichtig, essentiell, weil Teleportation dadurch die Gegner betäubt. Und das ist extremst wichtig, weil, wie gesagt, durch Betäubung verwundet ihr die Gegner. Auf dem Helm, ganz wichtig, Max Life, Intelligenz, Abklingzeitreduktion. Und als vierten maximale Mana könnte man dann auch nehmen. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Amulett. Ganz wichtig, Ränge zu Glaskanone, Kostenreduktion und Abklingzeitreduktion. Und Ränge ist wie immer Crit-Chance, Crit-Schaden, verwundbarer Schaden. Und wenn ihr noch einen ganz perfekten Ring haben wollt, wie ich hier, dann noch Crit-Schaden mit des Typs Blitz. Und auf dem Totem Kostenreduktion, Ressourcenerzeugung, Crit-Chance, Abklingzeit, der ist perfekt. Crit-Chance könnte ein bisschen höher sein, aber ist gerollt. Naja. Fertigkeiten werde ich euch ein Foto einblenden, das ist einfacher, und auch fürs Paragon-Board werde ich euch Fotos einblenden. Hier ist wichtig, dieser legendäre Knoten ist wichtig, der gibt nämlich Mana, wenn ihr den Gegner betäubt, Frostnova und Teleportation betäuben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, das war der Kugelblitz-Build. Ich bin extremst happy mit dem Build. Durch den letzten Patch wurden ja auch einige defensive Stats erhöht. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Lasst mal gerne eure Meinung unten stehen. Ich habe schon gesehen, der ein oder andere spielt auch den Kugelblitz-Build. Wie ihr den jetzt nach dem Patch empfindet. Ich hatte ja da schon mal ein direktes Vergleichsvideo zu gemacht. Und mit dem Patch habe ich sofort doppelten Schaden gemacht. Ich habe jetzt eben gar nicht auf den Schaden geachtet, aber ich müsste jetzt schon bei 50.000 ungefähr sein. Also es läuft auf jeden Fall sehr gut. Und würde mich sehr über ein Follow freuen, Leute. Ein Like auf dem Video. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.